darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu einer der letzten Veranstaltungen hier auf dem Taz Lab. Es läuft ja noch bis Mitternacht. Wir haben noch eine wunderbare Theateraufführung, wir haben Disco, wir haben noch Filme und wir haben noch ein wunderbares Theaterstück übrigens. Und jetzt diese Diskussion ist durch viel Organisationsgeschiebe auf 19 Uhr gerückt, aber mir soll das recht sein, euch ist das auch recht. Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin hier Kurator des Taz Lab. Ich habe diese Veranstaltung ehrlich gesagt aus zutiefst politischen, könnte ich jetzt sagen, aber es sind private Gründe gewollt von diesen Personen, die hier vorne sitzen, finde ich alle wunderbar. Ich finde sie nicht mal besonders kontrovers oder möglicherweise doch. Ich habe von ihnen gelesen, ich war mit ihnen essen, ich habe mit ihnen gelacht und gezankt oder ich habe sie jetzt hier, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal gleich, Yasemin Ergin, habe ich in der FAZ gelesen und dann sagte mein Kollege, der demnächst leider nicht mehr bei der Taz arbeiten wird, Dennis Yücel, und dann sagte er, was, die hast du gelesen, die ist super, das ist nämlich Yasemin Ergin, weil Dennis war auf meiner Hochzeit zu Gast und bei Yasemin Ergin haben Doris Akrap und er übernachtet und insofern gab es da so einen Konnex, aber das spielt gar keine Rolle, ich habe von ihr gelesen. Und ich will sie jetzt erstmal alle vorstellen. Das, wie gesagt, ist Yasemin Ergin. Das ist eine Autorin. Sie schreibt für die FAZ. Da habe ich von ihr hauptsächlich gelesen. Dann sitzt neben ihr René Agiga. Er ist Feuilletonchef, glaube ich, von Deutschlandradio. Und ich kenne ihn aus viel. Nicht? Halb? Egal. Großer Autor, macht ein Philosophie-Magazin. Ist sozusagen zu unserem Thema Wir und Ihr auch schon immer einschlägig unterwegs gewesen und hat auch Texte geschrieben. Ich kenne ihn, was weiß ich, aus unterschiedlichen Partyzusammenhängen. Daneben kommt Meli Kiyak, die zusammen mit unter anderem Dennis Yücel und Doris Akrap auch ganz alleine berühmt geworden ist, aber auch im Zusammenhang mit einem Format, das hier auf dem Taz Lab geboren wurde, dem inzwischen preisgekrönten Hate Poetry. Und dann sitzt da mein Freund Reza Memarian, der hat mit der Taz auch zu tun, das sage ich jetzt aber nicht. Und der ist aber vor allen Dingen bei der Arbeiterwohlfahrt beschäftigt und ist da Rassismusreferent und der sitzt auch noch in verschiedenen Spezialkommissionen als Experte. Und wir hatten uns mal nach einem heftigen Thread auf Facebook nicht nur irgendwie kennen und schätzen gelernt, sondern waren wir dann auch gleich essen gegangen. Und das war dann auch sehr einvernehmlich. Und daneben sitzt einer, den ich ehrlich gesagt schon alleine von der Performance an und für sich und das, was über ihn in der Öffentlichkeit erstmal gemutmaßt und behauptet wurde, sehr geschätzt, nachgerade spannend bewundert habe. Das ist Raed Saleh. Das ist ein hoher SPD-Funktionär, der sich genau wie Michael Müller und Jan Stöß um den Nachfolge von Wovereit bemüht hat. Und da war allfällig in der Presse davon die Rede, ginge, dass dann überhaupt ein Palästinenser quasi auf dem Bürgermeister thronen. Und ich würde sagen, aber das ist jetzt nur eine kleine Nebenthese, es wurde überhaupt nicht so gehässig verhandelt, wie man das möglicherweise vor 20 Jahren hätte erwarten können. Die Taz hat unter anderem nach einem Anwurf, dass Raed Salehs Deutsch nicht stubenrein sei oder nicht kommensurabel, hat einen Test gemacht und wir haben nachgewiesen, dass sein Deutsch ungefähr so rein und klar und grammatikalisch sauber ist, also wie ungefähr das von 98% aller sogenannten gebürtigen Deutschen nicht. Und wir haben das immer geschätzt. Und dann hat er einen Text in der FAZ geschrieben über Schwarz-Rot-Gold und dass es eigentlich eine ganz super Farbenkombination ist. Und daraufhin habe ich dann gesagt, so den muss man auch zum Lab holen. Wir wollen nämlich hören, wie das da jetzt, was er da genau eigentlich alles denkt. Und dann ist eigentlich meine allzu private Vorgeschichte, dass ich gelegentlich Taxi fahre und das Taxigewerbe ist voll in Migra-Hand, könnte man sagen. Und was ich auch sehr schätze, weil das ein klassischer Aufsteigerberuf ist und ich mag Aufsteiger, gerade wenn sie quasi migriert sind, weil die was wollen. Und ich frage dann immer, so wie steht's denn und erzählen sie denn wunderbare Geschichten vom Kampf um den Alltag, um Familie und was die Kinder machen und stolz auf Kinder und des Geschafft-Habens und so weiter. Und dann komme ich dann immer zu meiner letzten Frage, und wie stünde es denn um den deutschen Pass? Das klänge ja alles so, wie man sich das Deutscher kaum vorstellen könnte. Nee, das ja nicht, denn man wolle uns ja nicht. Und dann ist es dann plötzlich nicht mehr so okay. Und da habe ich mich dann irgendwie gefragt, lohnt sich oder was ist eigentlich an dieser Formel von wir und ihr?
eigentlich wirklich so tragfähig? Und an euch jetzt einfach mal so die schlichteste Ladentheken-Frage, die man überhaupt haben kann. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders elaboriert. Seid ihr Deutsche? Sollen wir jetzt der Reihe nach antworten? Nee, wie ihr möchtet, ihr könnt euch auch ins Wort fallen. Ja, schon. Also nicht ganz ausschließlich, aber doch ja. Und gerne. Okay. Millie. Ja, du hast dich eben mit dem Finger, aber. Ich habe mich nicht gemeldet. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch schon ein bisschen weniger deutsch, weil es gibt so Dinge, die mache ich nicht gerne. Melden, winken, schunkeln. Ich bin deutsch von hier bis hier. Der Mundbereich ist ganz sicher nicht deutsch. Ich esse nicht gern deutsches Essen. Ich bin, 3 Rippen sind deutsch, 2 Rippen sind kurdisch, 1 Rippe ist an manchen Tagen vegetarisch. Das ist ja auch eine Ethnie bald. Also ich bin vor allem die Tochter eines Kupferdrahtlackierers und einer Analphabetin, die in Deutschland als Putzfrau anfing und sich dann irgendwie hochgearbeitet hat. Das bin ich in erster Linie. Und deine Frage ist natürlich rhetorisch. Und ich finde diese Frage, ob man Deutsch ist, insofern kompliziert, weil dann müssten wir jetzt darüber sprechen, was ist irgendwie Deutsch und dann so. Aber im Prinzip kann ich Deutsch sein, das ist nicht mein Problem. Aber ich bin so ein Typus, mich kann man auch in Peking abwerfen und dann bin ich Chinese. Also das ist so, ich hab kein Problem damit, mein Adjektiv an Nationen entlang zu etikettieren. Mhm. Also ich bin genau so viel Deutsch, wie ich auch Frau bin oder nicht oder Publizistin oder Journalistin. Also, und ich bin an manchen Tagen manches mehr und an anderen Tagen weniger. Manchmal bin ich Dinge auch aus Trotz. Ich war auch schon aus Trotz so extrem deutsch. Also weil mir das so auf die Ketten ging, weil wenn jemand sagt, ich sei nicht deutsch, dann bin ich so dermaßen deutsch, wie man Deutscher gar nicht mehr sein kann. Und wenn einer aber kommt und sagt, aber Sie sind aber toll deutsch, dann sage ich, sorry, aber ich bin alles, aber nicht deutsch. So, also das ist so ganz wandelbar für mich. Das ist, da bin ich wie Kaugummi, das ich von den Schuhsohlen abziehe. Es klebt mal mehr und mal weniger. Wobei du hast gerade so spaßeshalber dieses Beispiel mit Peking gebracht. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil du sagst, man könnte dich in Peking abwerfen und dann wärst du halt auch chinesisch. Aber das ist ja insofern ein gutes Beispiel, weil man es sich ja auch nicht immer so ganz aussuchen kann, weil ich mir sicher bin, wenn du in China rumläufst und sagst, ich bin Chinesin, du nicht als Chinesin. Kommt bestimmt jemand und sagt, sie sehen aber aus wie eine Uigurin. Das ist, die Welt ist so. Oder es kommt jemand und sagt, ja, aber sie sprechen gar kein Chinesisch. Wo kommen sie denn her? Und dann so ist ja so die Frage, was ist man denn dann? Und natürlich ist die Frage nicht einfach zu beantworten, was ist Deutsch? Vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich fragt, oder das geht mir jetzt gerade so, was für mich dann Deutsch ist und ob ich mich damit identifizieren kann. Und ich selber, also diese Frage stellt sich mir persönlich eigentlich, wenn ich in Deutschland bin, gar nicht. Die Frage stellt sich mir, wenn ich außerhalb Deutschlands irgendwie unterwegs bin und merke, dass mir so bestimmte deutsche Eigenheiten dann sehr schnell fehlen. Und sei es das Brot, sei es die Öffnungszeiten, die dann so sind, wie es da auch dran geschrieben steht, oder da Bahn und Bussen fahren und jetzt nur im Vergleich zu anderen Ländern. Und ansonsten stellt sich mir diese Frage mir selber gar nicht, sondern wird von außen eher gestellt. Also bei ganz banalen Begebenheiten, WM 2006, ich hatte ein Trikot, da gab es so eine Nostalgie-Edition, das 1974er Trikot, und ich bin damit rumgelaufen als großer Fußballfan oder DFB-Fan auch, und mich haben mehrere Leute, ohne dass sie das irgendwie böse meinten, aber du bist doch gar nicht Deutscher. Also, und dann ist man damit konfrontiert. Für mich selber stellt sich diese Frage eigentlich nicht. Aber ist es nicht so, dass man dann selber irgendwann gar nicht mehr umhin kommt, sich auch irgendwie dazu zu verhalten? Also spätestens, wenn man dann beim Tazlab in so einer Runde sitzt und gefragt wird, bist du deutsch? Also spätestens dann muss man auch selber eine Haltung dazu finden. Und vorher hast du auch, keine Ahnung, 30 bis 40 Jahre ständig irgendwie diese Frage von außen bekommen. Jedenfalls geht es mir so. Meine Antwort, direkte Antwort, kurze Antwort auf deine Eingangsfrage wäre so ähnlich gewesen wie deine, nur genau umgekehrt. Kurzes Antwort nein und dann aber irgendwie doch.
Wobei ich glaube, dass das schon eine sehr individuelle Sache ist, ob man sich als Deutscher versteht. Ich persönlich würde die Frage beantworten, mittlerweile ja. Aber die Betonung liegt wirklich auf mittlerweile. Weil das sich mit einem Land im Grunde genommen am Ende zurechtfinden und zu sagen, das ist mein Land, das ist ein ganz individueller Prozess. Und das hängt nichts davon zusammen, ob man einen Pass hat, einen türkischen oder einen deutschen, sondern man muss schon wissen, ist das das Land, wo man sich wohlfühlt, wo man sagt, mit diesen Werten, mit dieser Kultur, mit dieser Gesellschaft, da gibt es eine gemeinsame Schnittmenge. Und bei mir war das ein Prozess, wo ich aber seit vielen Jahren sage, doch, das ist das Land, wo ich gerne wirklich auch meine Kinder sehe, dass sie in diesem Land aufwachsen. Das heißt, wenn man eine Familie hat und überlegt, welcher Ort ist der Ort, wo die Familie letztendlich ihre Perspektive hat, ist das der Ort, wo man auch mitgestalten kann, wo man das Gefühl hat, auch Menschen, die man mag, eine Perspektive zu geben, so würde ich es persönlich für mich mit einem klaren Ja beantworten. Wobei natürlich jeder von uns, und das ist vielleicht auch das Interessante an diesem Podium heute, doch auch seine eigene Geschichte mitbringt und die eigenen Erfahrungen. Ich glaube, jeder von uns trägt ein Stück weit in seiner Geschichte auch Narben mit sich oder auch lustige Anekdoten, wo man immer wieder das Gefühl hat, man wird in der Frage des Deutschseins immer wieder Begründungen liefern müssen. Mein erstes Erlebnis in Deutschland war, vielleicht mal kurz zu sagen, im Alter von 5 Jahren, als mein Papa Gastarbeiter uns nach Berlin nachgeholt hat, das Wort verboten, und zwar am Flughafen. Da hat uns der Grenzpolizist begrüßt mit den Worten, Kinder, verboten. Und ich habe gedacht, das ist lieb gemeint, so ähnlich wie Hallo oder wie geht's. Und bin dann in meiner neuen Heimat Spandau angekommen, Herrstraße Nord, in der Platte, bin rumgelaufen und habe allen liebevoll verboten, verboten, verboten zugerufen. Ja, bis ich gemerkt habe, das heißt gar nicht Hallo, ist auch nicht nett gemeint. Das heißt, jeder von uns, glaube ich, trägt auch seine eigene Geschichte und damit seine eigene Bewertung, wie weit man sich als Deutscher fühlt. Ich persönlich kann es beantworten mittlerweile mit einem klaren Ja. Das ist ganz interessant. Bei mir ist es so, dass ich mittlerweile so weit bin zu sagen, naja, ich sehe auch so ein bisschen das Iranische in mir mittlerweile. Bei mir war das tatsächlich so, ich bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen und meine Eltern sind, naja, sie sind aus unterschiedlichen Gründen dann aus dem Iran weg. Und ich habe mich sehr schnell sehr wohl gefühlt. Ich bin in eine kleine hessische Gemeinde gelandet, habe auch in einem Asylbewerberheim gelebt. Das war aber alles für Kinder zumindest damals alles total toll. Da waren 50 Familien aus 50 verschiedenen Ländern mit 100 Kindern und naja, können sich alle vorstellen. Und ich hab sehr schnell versucht, irgendwie Anschluss zu fassen und sozusagen so deutsch wie möglich zu werden, um irgendwie wenig aufzufallen bis gar nicht aufzufallen, was mir jetzt nicht so gelungen ist, aber das steht auf dem anderen Blatt. Und ich habe dieses Iranischsein, ich habe das lange verleugnet. Ich hatte da, also was heißt verleugnet, man sieht es mir ja auch an und ich heiße ja auch Reza und so weiter, aber ich wollte damit nie irgendwas zu tun haben. Das kam erst viel später, also vielleicht so mit Mitte 20 oder so, dass ich mich da auch viel mehr mit beschäftigt habe und auch Fragen gestellt habe, auch an meine Eltern und soweit es ging, irgendwie auch an die iranische Geschichte und so weiter und so fort. Und so mittlerweile bin ich so weit, dass ich sagen kann, ja, also ich habe mich sehr schnell deutsch gefühlt, wollte mich auch deutsch fühlen und mittlerweile bin ich so weit zu sagen, ich fühle mich aber auch als Iraner, auch wenn mir das nicht passt, aber komm da nicht raus aus der Nummer. Darf man auch Fragen stellen, wenn man nicht Moderator ist? Ja. Bitte. Diese erste Runde, die klingt für mich jetzt so, als ob alle so ein bisschen über Identitäres oder über Gefühliges oder Befindliches, genau, oder sowas, ja, reden, was ich total, also geht mir ja auch so. Mich würde einfach mal interessieren von allen, ob ihr alle auch die deutsche Staatsangehörigkeit habt, ja, einfach. Also genau. Ich habe sie, aber das ist jetzt ja nicht so selbstverständlich. Ich habe beide, ich habe die iranische und die deutsche. War das Zugangsvoraussetzung? Ne? Nein. Das wusste Jan vorher nicht. Ich habe nur die deutsche und ich bedauere das sehr, dass ich die türkische abgeben musste damals. Ich hätte wahnsinnig gerne beide. Aber es ist ja total interessant, wenn alle hier auch die deutsche Staatsangehörigkeit mindestens haben, dass es trotzdem eine Frage ist. Also dass die, ja, Frage trotzdem eine Frage ist. Seid ihr deutsch? Ja, ja, genau. Und, naja, alle arbeiten sich irgendwie dran ab. So. Nee, ja, eigentlich, das könnte man nochmal später erörtern. Reza und ich hatten darüber geredet. Also wie weit ist eigentlich auch normale, sage ich mal, ich weiß gar nicht, was normal ist, aber ich sage es hilfsweise so, normale Neugier von Leuten, die jetzt nicht aus einem komplett durchreflektierten Kontext, wie jetzt hier in der Taz-Community kommen, also wie weit ist da normale Neugier statthaft? So,
Und ich habe jetzt natürlich nichts geprüft. Also es ging um eine bestimmte Fragestellung. Ich bin als Kind damals hieß es so, Gastarbeitern nachgerade normal aufgewachsen. Das war im Hamburger Hafen und da waren die Staatsangehörigkeiten irgendwie nicht die Frage. Aber heute, wo das politisch bei mir geworden ist, kann ich nur sagen, ich komme aus einer, wie sagt man, autochthonen Familie. Aber ich reagiere extrem fuchtig, wenn Leute von den Deutschen und den Migranten oder Ausländern oder reden. Und ich pflege dann zu sagen, so war der Zusammenhang, zu sagen, um jetzt auf dich einzugehen, Reza, wo ist das Problem? Das ist ein deutscher Name. Also das heißt, sobald die erste Aische hier im Land lebt, ist Aische ein deutscher Name. Das, ich finde, ein... Ja. Wobei, wenn ich sagen darf, seien Sie mir nicht böse, ich bin nicht aber böse. Es ist doch eine Generationsfrage. Damals mussten... Viele Migranten herkamen, sich die Frage oder anhören, du sprichst aber ein gutes Deutsch. Das ist heute auch noch so. Ja, aber nimmt ab. Ich glaube nicht mehr. In Berlin, wo mittlerweile jede zweite Geburt, mittlerweile eine Geburt ist von Migrantenkindern, nimmt es nicht mehr zu, dass man fragt, wann gehst du denn zurück in die Heimat? Früher, in meiner Generation, war das üblich. Also die Frage bekam man 5-mal in der Woche zugeschmissen. Heute ist da auch ein Prozess. Das heißt, junge Leute zum Beispiel, die in Berlin aufwachsen, in diesem bunten, vielfältigen, multikulturellen Berlin, fragen, glaube ich, nicht mehr gezielt, wann gehst du denn zurück in die Heimat, weil die wissen, dass Kemal oder Aische in der Klasse sind und in der Klasse bleiben. Und ich glaube, dass auch Fragen wie, du sprichst immer gutes Deutsch und so weiter, am Ende auch auswachsen. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile die Gesellschaft, die multikulturelle Atmosphäre eher akzeptiert als zum Beispiel in den 80er Jahren, wo ich nach Berlin kam. Das heißt, es ist ein Prozess und der Prozess ist insgesamt aus meiner Sicht positiv. Das heißt, oftmals erlebt man gar nicht, wie bunt es doch ist. Es ist mittlerweile Alltag geworden. Mittlerweile ist Berlin insgesamt tatsächlich vielfältiger als zum Beispiel in den 80er Jahren. Und deswegen glaube ich, sind die Fragen heute bei anderen Generationen gar nicht mehr aktuell. Also der Grundimpuls für dieses Podium war ein Artikel von Yasemin in der FAZ, unmittelbar nach Charlie Hebdo, sage ich mal so als Chiffre. Und da war eine Formulierung, daraufhin haben wir auch per Facebook Kontakt aufgenommen, fand den hoch beeindruckend, weil da war nämlich eine Reportage aus einer deutschen Moschee. Und da hast du mit verschiedenen Moscheebesuchern gesprochen. Aber die Jugendlichen, die du jetzt gleich ansprechen wirst, die habe ich in einem Café getroffen. Die hatten mit der Moschee gar nichts zu tun. Whatsoever Café. Und du hast das jedenfalls in diesen Kontext eingebettet und sagst... Ist schon ein Unterschied, ja, Moschee schon. Oder Café. Ja. Ja, also auch Café, wenn wir Moschee, und so weiter sprechen, dann ist es schon ein Unterschied. Genau. Es geht um die Konstruktion, du hast geschrieben, aber die Deutschen... Genau, die genaue Formulierung war, dass also es war ein indirektes Zitat, was ich offenbar nicht klar genug als Zitat markiert habe und wo ich auch zugeben muss, dass ich mir da gar nicht die Gedanken gemacht habe, die bei dir da aufgekommen sind. Also es ging einfach um die Formulierung, dass diese jungen Männer, deren Eltern aus unterschiedlichen Ländern kamen, Bosnien und Albanien, wenn ich mich recht erinnere, und die haben... irgendwann im Gespräch so eine Formulierung benutzt, wo sie gesagt haben, naja, aber letztlich betrifft das unsere deutschen Freunde ja genauso. Und diese Formulierung habe ich in die indirekte Rede gepackt und darauf hast du dann reagiert. Und ich fand das sehr interessant, weil ich mir dann eingestehen musste, dass mir diese Formulierung überhaupt nicht aufgefallen ist. Also im Prinzip schon, sie ist mir deshalb nicht aufgefallen, weil ich